Geil, hinter ihm kommen Hunde. Pass nur du auf, dass du nicht in die Hunde gerätst. Nicht shit, der hat mich erwischt. Ich habe immer noch nicht diese kleine Lady Pistol ausprobiert, diesen vierschüssigen Darren da. Nee, ich benutze Windows 10. Ich weiß, du hast mit jemandem anders geredet, aber es klang jetzt witzig. Ach so. Ey, welche Waffe hast du? Ich habe eine Derringer. Ich benutze Windows 10. Na gut. Oh, guck mal hier gleich. Oh, das ist aber... Ach, wir können ja gar nicht. Wir sind bei Alan and Fish. Das ist aber ärgerlich. Alan and Sun, meine ich. Wenn es nach mir geht, gleich weg aus dieser Ecke. Aber wir können auch... Na, wo ist er denn? Ja, auf 107, 110 ungefähr. Wollen wir den nehmen, würde ich sagen, ja? Rudi? Ja. 110? Ja, okay. 110. 110, so ungefähr. 107, 108, 910, ja. Da in dem Bereich. Ist der nächste. Hier kann es auf jeden Fall eng werden. Wir können schon zwei weitere Spawner mit uns haben. Deswegen schnell hier aus der Ecke weg, wenn es irgend geht. So. Jetzt könnte man ganz mutig rüberrennen, wie ich das jetzt tue. Ja. Das ist eigentlich kommt eher... Schon, glaub ich. Ja, das ist eigentlich Kategorie stumpfsinnig. Das sollte man nicht tun. Das ist Ärger. Musst du freundlicherweise mal auf der Brücke bleiben? Das ist ja nicht zu glauben. Hast du schon was gefunden? Du guckst noch? Hinter dir links. Rudi, was ist los? Ja, ja, passt, ich lese gerade. Ach so. Ja, ja. Mach mal. Wo müssen wir denn eigentlich? Ja, folge okay, der Rampe hier. Rüber. Ja. Aber vorsichtig, hier gibt's Gäste. Vor allem, wenn ich den Dicken da vorne sehe. Du kannst mal die Laterne nehmen. Ja, okay. Sehr gut. Zieh dich ein Stück zurück. Okay, ich muss mal kurz zurück. Eine andere kommt jetzt gleich die Treppe hoch, glaube ich. Ach nee, können sie ja nicht. Doch, können sie ja. Wohl. Ja. Das ist ja verblüffend. So. Was? Hat jemand auf dich geschossen? Was? Nee, nee. Ich schwöre, ich habe einen Schuss gehört. Okay. Ja. Mist. Das reicht. Oben ist ein Hive. Ah, da oben Pussy. Ja, ja. Ich sehe es wohl. Ich hab's ja oh, shit. Da ist noch eine gewesen. Oder die ist schon runtergekommen. Ja, die ist schon runtergekommen. Gut. Wo bist du? Ah, da bist du. Okay, ich sehe momentan nur grün. Ehrlich gesagt, ich sehe auch nichts. Lass uns mal hier die Leiter treffen. Wahrscheinlich ist er da drüben in der Boah, in der Hütte ist aber was los. Halt, der Schlachter. Oh, sieh mal an, wir können gleich rüber, wenn du willst. Nach Nordosten, da wird gerade der Schlachter ausgetrieben. Oder wollen wir die Methode von eben nachheben und einfach ein bisschen Kohle sammeln? Du. Was immer du möchtest. Du, richte mich nach dir, wenn du willst. Ich habe ja ein paar Punkte mehr als du. Ich kann mir das leisten, ein bisschen zu sparen. Ich meine, ich muss nicht so sehr sparen, so rum wollte ich sagen. Wir können nach Süden Richtung Spinne. Das ist allerdings von hier aus ein Scheißweg.
Okay, oder wir warten ab, bis das sie rauskommen. Gehen wir davon aus, dass die den kurzen Weg. Wir machen das jetzt. Die werden genau nach Norden gehen, da ist ihr Ausgang, ne? Ja, genau. Na gut, dann lass uns nach Norden gehen, versuchen sie abzufangen. Ja. Okay, da lang. Psst, Zuschauer. Da das ganze Unternehmen von außen etwas unübersichtlich ist, hier eine Orientierungshilfe. Dies ist die Big Map. Oben links, also Nordwesten, geht's gleich taktisch zur Sache. In der Sägemühle nordöstlich findet augenblicklich die Austreibung des Butchers statt. Hier gaffen Moody und ich und dort im Norden wartet die Postkutsche 6 nach Lafayette. Und dort wollen wir tolldreist die Hunter erwarten und umlegen. Um ihre Beute erleichtern. Um den Hinterhalt vorzubereiten, stapfen wir natürlich völlig unauffällig und still westlich und nordwestlich durch den Sumpf und schlagen uns dann am Ziel in die Büsche, wo wir irrsinnig geduldig auf unsere Chance warten werden. Na klar. Toller Plan. Was soll da schon schief gehen? Boah. Sag mal, hast du hier die Tür aufgemacht? Ja. Du bist ja ein Witzbold. Wenn du ihn hättest umbringen wollen, dann ist ja okay, aber... Oh, da kommt einer. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Waffe leer ist. Oh, Spray! F. Ja. Oh, hinter dir! Komm nach oben, komm nach oben! Schon wieder alle die Waffe. Achso. Das alte Problem. Und bitte sehr, jetzt geh nicht ans Wasser. Direkt nehmen wir nämlich den Wasserteufel. Ja, warte, da hinten war Heilungspaket. Ja, hier bei mir. Da ist auch eins. Ich hab schon's. Na gut. Okay, alles klar. Wo kommen wir her? Geschicktesten rüber? Ja, eigentlich hier den Weg. Eine Position ist quasi verbrannt. Hier ist wieder alles voll mit Wasserteufeln. 3 Stück. Das Ding hat keine zweite Tür. Ist ja auch witzig. So, wir müssen hier weg. Ärgerlich. Dann müssen wir hier rüber. Ja. Ruhig den Wasserteufel umbringen. Aber dann leise. Achso, du hast... Ich hab nichts eigentlich. Ich verstehe. Und ich gehe jetzt nicht mit der Machete rein. Jawohl. Ich glaube, mehr als ein Treffer braucht es nicht mehr. Das wollte ich jetzt ausprobieren. Ich glaube, der ist auf unsere Rechnung. Ah, okay. Ach, ich muss einen Lebensbalken verkaufen. Okay. Oh, oh, der wird geschossen. Den will ich jetzt nicht töten. Ja. Ich glaube, sie sind schon auf dem Weg. Laufen die auch richtig? Ja, nicht wirklich. Wir müssen da rüber. Wir müssen weiter nach Osten, die sind... Da müssen wir rüber. Die sind unterwegs. Ja. Das geht auch. Da kommt auch Wasserteufel. Oh, oh, ja. Ja. Scheiße. Das war nicht gut. Aber sie haben mich angefressen. So, wo ist die Kutsche? Die muss irgendwo da drüben stehen, oder? Ja, die muss irgendwo da drüben stehen. Und du bist sicher, dass du das machen willst, ja? Ja. Da, die muss da drüben stehen. Oh.
als sie. Okay. Also spätestens, wenn sie sich der Kutsche... Die sind schon... Kommen südlich, sind schon fast dran. Spätestens, wenn sie sich der Kutsche nähern... Oh, Kacke. Was sind da Zombies? Ach, verflucht. Mann. Also als Nahkampfwache taugt der Silencer nicht. Du willst dich hinter der Kutsche verstecken, okay. Das bedeutet aber, da wo du jetzt gerade bist, wenn die ankommen, werden sie sofort das Pferdewehen hören, ne? Stecken wir mal hier im Busch. Die ballern auf alles, scheinbar. Oder sie werden bekämpft. So. Ich habe hier gute Stellung. Ich tendenziell auch. Ich weiß noch nicht, was der Z davon hält vor mir. Noch hat er mich nicht bemerkt. Spätestens wenn der umkippt, weiß ich, dass sie da sind. Kommen sie? Na, von mir aus gesehen aus dem Südosten. Ja. Aber noch sehe ich sie nicht. Das ist aber auch ungünstig. Ich stehe hier direkt vor dem Reinhardt-Haus. Also sozusagen. Ja, ich habe die Pferde direkt vor mir. Sind zwar ein paar. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen, damit ich PZ nicht mehr merkt. Wenn wir sie erledigen, dann können wir bei sie auch gleich abhauen. Da ist einer gestorben. Ja, wenn. Einer ist tot. Okay. Zumindest vorübergehend, aber nicht von mir. Ja, ich bin mir sicher, dass die kommen. Laut dem Blitzen, ja. Nein, ich meine, wenn wir es überleben, nicht, wenn sie, ob sie kommen. Achso. Kommen tun sie auf jeden Fall. Gute Nacht, Exo. Schlaf gut. Schönen Sonntag. Ciao, Exo. Träum von Sets. Mann, wenn der Z noch näher kommt, kotzt er mir gleich auf die Schuhe. Ich weiß nicht, gegen wen die kämpfen. Aber ich vermute gegen andere Spieler. Ja, lass uns überraschen, ob sie kommen oder nicht. Jetzt wird geballert. Jetzt wird geballert, ja. Denk dran, die können da nicht oben von dem Rand einfach... Ah, einen habe ich gesehen, oben im Innenhof. Okay. Ja. Ja gut, aber die müssen ja zur Kutsche, oder? Denk dran, wir sind da eben schon mal lang gelaufen. Die können nur ganz rechts an diesem Hang runterspringen oder ganz links. Also will sagen, entweder ziemlich weit im Süden oder ziemlich weit im Osten. Ja. Im Osten ist diese Brücke. Was hast du im Blick? Die Kutsche. Okay. Was? Nee, ist gut. Was ist? Nee, ist alles gut. Alles gut. Ist nicht gut. Ja, ich schau direkt auf Reinhardt sozusagen. Ne? Da sind sie jetzt ja gerade drin. Jetzt. Ich denke, die sind immer noch im Sägewerk, ja. Entweder sie wollen die Spinne auch noch mitmachen. Das, was ich jetzt nicht glaube. Nee, das wollen sie bestimmt nicht. Dafür sind sie zu weit weg. Da, ich sehe einen auf 140 bei mir. Aber das kannst du nicht einsehen, ne? Das ist... Nee, weil ich hab direkt die Kutsche im Blick. Im Rainer-Ding. Na gut, dann werde ich wahrscheinlich diesmal als erster Hops gehen. Okay. Ja. Ja, das sind...
Wahrscheinlich ist der eine wiederbelebt worden inzwischen. Ja. Also kämpfen dort mindestens drei, vielleicht vier. Die ziehen nach Süden. Ja. Tatsächlich. Wollen sie echt noch zur Spinne hin? Oder haben sie da so eine Gegenwehr da oben drin? Die ziehen weg, ja. Okay, Frage, was machen wir? Ja, wir werden dann rausgehen. Wir machen das hier noch fertig. Kriegen wir noch ein paar Punkte. Und dann locken wir uns aus. Warten wir noch mal ein bisschen. Ja. Dass wir übereilt rausgehen. Weil die umkreisen das jetzt, siehst? Ja, jetzt nähern sie sich Darrow. Ja. Ich weiß nicht, auf was sie schießen, wenn sie jetzt schießen. Vielleicht werden sie auch von den anderen Spielern vor sich hergetrieben, das kann natürlich auch sein. Ja, weil du siehst, die kommen jetzt, die gingen da rüber, Richtung Port Rica. Aber die kommen schon wieder, schau. Ja, die kommen wieder. Die gehen nicht nach unten. Bei mir sind sie jetzt sozusagen ziemlich genau oberhalb von der Darrow-Viehzucht. Ziemlich nördlich von dem Bindestrich sozusagen. Bei mir gingen sie jetzt quasi immer nur Richtung Westen. Jetzt hoch. War der Osten. Komisch. Bei mir war dann Richtung Osten. Minimal, okay. Allerdings nur. Jetzt kommen sie wieder nach Norden hoch. Ach, Richtung Norden, ja, Entschuldigung. Da war es doch wieder. Und jetzt hat? Ja, stehen ganz dort. Ich glaube, wir kriegen... Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ja, mal schauen. Wo könnten sie sonst sein? Naja, sie könnten den Ostausgang wählen. Ja, aber die müssen jetzt dann ganz... Die gingen jetzt ganz rüber, Richtung Port Rica. Spinneverbannung, okay. So, jetzt werden wir sehen, wie sie reagieren. Falls sie echt scharf sind auf die Spinne, werden sie sich jetzt beeilen. Das werden wir gut sehen können, gut erkennen können. Nee, jetzt, sie gehen nach Norden. Ja, aber da hinten ist ja nichts. Wir gehen weiter nach Norden, ne? Vielleicht wollen sie auf die, ich sag jetzt mal Küstenstraße, also auf die Straße, die am Ufer entlang geht. Mhm. Die kommen zurück, schau, die gehen jetzt da oben hoch, Richtung, Richtung Norden. Und werden uns dann quasi von Osten her, werden sie rübergehen. Siehst? Ah, gut möglich. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Position jetzt hier nicht mehr die beste ist. Ja. Den Z, der da an der Küche, an der Kutsche steht, werde ich mal in Ruhe lassen. Mhm. Die kommen rüber. Also irgendwie finde ich das aber nicht pfiffig, wie die sich bewegen. Da sind zwei von den Feuerteufeln, hätte ich beinahe gesagt, an der Kutsche. Ja. Die kommen jetzt von der Richtung. Norden. Jetzt haben sie sich auf jeden Fall getrennt. Einer stehen geblieben. Ja. Und der andere dürfte jetzt von Osten rüberkommen. Na mal gucken. Jetzt sieht so aus, als würde wüsste er nicht so genau, wo der Ausgang ist. Das gefällt mir. Einer geht jetzt direkt am Rand entlang. Ja, eben drum. Ich sehe auf jeden Fall deine Position. Du musst darauf achten, dass du die Sachen. Ich schaue jetzt Richtung Osten. Ja, okay. Ach scheiße, nicht zu nah an die Kutsche. Falscher Fehler. Wir machen Feuerüberfall, wenn der Kerl an der Kutsche ist. Würde ich sagen. Schlage ich vor. Ich gehe mal auf die schwere Waffe. In Anführungszeichen. Der andere kommt nach. Ja klar, der erste wird sondieren. Wird schauen, was los ist. Ja, das ist auch so eine Strategie. Okay, jetzt könnte man ihn schon fast sehen, wenn man direkt auf den Weg gucken könnte. Gut, misse ich da mit Sicherheit nicht. Danke, ich habe mich gerade umgedreht, ja. Er wird wahrscheinlich erstmal den Z umbringen.
Jetzt ist er bei mir von der Karte verschwunden. Nee, ich sehe ihn. Jetzt ist ja, er ja, da. Ja. Jetzt ist er da. Die Pferde wiehern. Vorsicht, okay. Er wird sich umschauen und vergiss nicht, er kann uns, wenn du getroffen wirst, sofort weg. Ja. Oh. Warst du da? Ja. Ich sehe was. Mist, ich musste blind rausschießen. Geil, hinter ihm kommen Hunde. Pass nur du auf, dass du nicht in die Hunde gerätst. Nicht shit, der hat mich erwischt. Ich hab's gesehen. Und jetzt tötet er einen Hund. Nee, er hat ihn auch getötet. Okay, das heißt, du könntest ich komm nicht... Oh, scheiß Zaun. Du blutest. Ja. Ganz gewaltig. Da hinten. Da kommst du nicht durch. Komm ich nicht? Du musst außen rumgehen. Alles klar. Scheiße, wie hast du dich da reingebracht? Du musst weitergehen, da durch, rechts. Oder du laufst ganz außen rum. Lauf ganz außen rum. Das Problem ist, der kommt jetzt auch hinterher. Meine Güte, du hast ja eine gute Stelle ausgesucht. Du musst vor. Ich komme hier nicht rein. Du musst andere Richtung. Warte mal, ich muss... Anders, dreh dich nochmal. Ich muss zwischendurch mal checken, wo der andere ist. Der ist doch hinten. Scheinbar noch da, wo er... Du musst dich umdrehen. Ich muss mich umdrehen? Ja, da, wo du hergekommen bist, da musst du hin. Ich sehe dich zwar, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja, eben, drum... Musst dich umdrehen, den Zaun entlang laufen. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt halt. Mein Gott. Okay. Dankeschön. Aber gerne. Kannst du dich heilen? Ja. Ich muss das auf jeden Fall auch machen. Ich hab bloß mehr zwei. Dann gehen wir jetzt raus, oder? Können wir machen. Ja. Ja, mir am liebsten. Okay. Ja. Wenn es uns gelingt. Jo, hier geht's. So, dann nehmen wir noch mit, was los ist. Hier waren noch zwei Zets. Ja. Da ist noch einer auf jeden Fall. So. Der ist weg. Okay, und da ist noch einer. Mir fällt gerade ein, du hast den Cowboy aber gar nicht gelootet, ne? Nee. Bitte, ich dachte, einer reicht. Das passiert mir auch mal. Er hätte noch ein paar Dollars kriegen können. Oder vielleicht auch einfach nur ein paar Pistolenkugeln. Das kann sein. Achso. Na gut, weißt schon. Tja. Was mein eigenes strategisches Verhalten betrifft, ich würde mich von meinem Partner in so einer Situation nicht trennen. Jedenfalls nicht so weit, wie die beiden das gemacht haben. Das war ganz schön weit, ja. Das war too much, ja. Ja, wollen wir mal gucken, was wir hier rauskriegen. Knopf voll Level 10. Der Wasserteufel, ich wusste es.
gut, reich sind wir damit nicht, ne? Nee. Aber 150 waren es bei mir. Bei dir wohl auch. Ja, oder? Bei mir auch. Mhm. Ja. Passt. Ja. Und ich habe das Kopfgeld. Ach, du hast natürlich auch das Kopfgeld kassiert. Ja. Ne? Ja, wir kassieren, denk ich schon. Wir kassieren nur nicht die Punkte, weil wir den Typen nicht ausgetrieben haben und auch nicht seinen Aufenthaltsort entdeckt haben. Deswegen kriegen wir nicht so wahnsinnig viel. Aber immerhin die 150. Passt.